Komm, lass uns unsere Sorgen vergessen. Komm, lass uns heute nicht einander messen. Komm, lass uns einfach sein, so wie wir sind. Komm, lass uns einfach sein, wie ein unbeschwertes Kind. Hab einfach den Mut, dich im Tag der Musik zu bewegen. Ganz egal, was die anderen dabei denken, egal, was sie sehen. Lass dich einfach treiben, so weit weg, wie du willst. Wichtig ist nicht, wie du aussiehst, sondern das, was du dabei fühlst. Komm, lass uns gegenseitig respektieren. Komm, lassen wir den Hass nicht regieren. Komm, lass uns füreinander da sein in schweren Zeiten und lassen wir uns dabei vom Gefühl der Liebe leiten. Hab einfach den Mut, dich im Tag der Musik. Wir tanzen unsere Sorgen weg. Sich heute darüber zu ärgern, hat noch keinen Zweck. Die Musik hilft uns mal abzuschalten und hilft all die schlechten Gedanken vom Ausbreiten abzuhalten. Hab einfach den Mut, dich im Takt der Musik zu ist nicht, wie du aussiehst, sondern das, was du da fühlst. Komm, lass dich treiben. Komm, lass dich treiben. Komm, lass uns tanzen. Lass uns gemeinsam tanzen. Uns nicht hinter Mauern verschanzen. Vielen Dank. Erstmal einen Riesenapplaus für Elisa. Wow, diese Musik ging gleich tief ins Herz rein und genau das ist ihr Weg, genau das Medium Musik benutzt sie, um ihre Gedanken und Gefühle auszudrücken und ich glaube, das ist rübergekommen, oder? Hat es euer Herz berührt? Dann mal einen fetten Applaus für Elisa. Kommt. Woo. Elisa wird heute noch öfter auf der Bühne stehen. Spielst du jetzt noch einen Song? Später. Okay. Applaus für Elisa. Und jetzt sind einige sind da noch an der Anmeldung. Viele sind schon da, sitzen hier. Und jetzt seid ihr angekommen. Und ich denke, die meisten sind freiwillig hier. Mal Arme hoch, wer ist freiwillig heute hier? Okay, es scheint die Mehrheit zu sein, das ist schon mal gut. Jetzt mal ganz ehrlich, wer ist nicht freiwillig hier? Ja, es gibt immer den einen oder anderen, der so mitgeschubst wird. Komm, geh da mal hin. Die meinen das gut mit euch. Die wollen euch was mitgeben. Und jetzt sitzt ihr hier und denkt vielleicht, wer ist der Typ da vorne? Was quatscht der da so rum? Was will der von mir? Und ich stelle mich kurz vor, ich bin der Nico, hallo. Und ich war in den letzten Jahren auch bei den Landestagen dabei, denn ich bin auch Referent für Projekte in Schulen. Ich bin Tänzer und Tanztrainer und mein Medium ist nicht das Musikmachen, sondern zur Musik sich bewegen. Und ja, es gibt einen Workshop, ein paar sind vielleicht angemeldet, ja, Workshop 22, werdet ihr später noch was dazu sehen und hören.
Und die Stimmung, die jetzt so hier am Anfang ist, so, ah, man kommt hierher, man weiß nicht so richtig, was passiert, was muss ich in den Workshops machen, gibt es vielleicht ein paar Unsicherheiten, und das wollen wir jetzt ändern. Denn ihr kennt das vielleicht, egal was ihr mitmacht, ihr geht zu einem Event, zu einem Projekt oder auch in eine Unterrichtsstunde. Und je nachdem, wie du da reingehst, ist das Ergebnis unterschiedlich. Kennt ihr das? Wer ist schon mal so in eine Unterrichtsstunde gegangen, so, oh, ich habe keinen Bock. Komm, mal Arme hoch, mal ganz ehrlich. Ja, wir kennen das. Wenn wir mit so ganz wenig Energie irgendwo reingehen, was glaubt ihr, wie wird das Ergebnis? Gut? Nein, es wird nicht gut, das Ergebnis. Aber dann geben wir meistens, geben wir dem Lehrer oder dem Fach Schuld, stimmt's? Ja, ja, ja. Es war eure Energie, die dazu geführt hat. Ich möchte, dass wir jetzt mit ganz viel Energie diesen Tag starten. Und ich mache jetzt mit euch etwas, da dürft ihr mal tief durchatmen. Das nennt sich, pass auf, jetzt wird's fachlich, das nennt sich rückwärtsgewandte Zukunftsvisualisierung. Müsst ihr euch nicht merken. Wir haben heute den 20.09.2023. Zufällig ist gleichzeitig heute Weltkindertag. Applaus für alle Kinder, kommt. Ja. Und jetzt geht mal gedanklich in die Zukunft. Seid ihr bereit? Ihr geht gedanklich jetzt in die Zukunft, und zwar zum 20.09.2043. 20 Jahre weiter. Da sind alle, die heute hier sind, noch klein sind, sind dann groß. Alle, die groß sind, sind dann noch größer. Und jetzt geht mal gedanklich in die Zukunft, 20 Jahre später. Die Gesellschaft hat sich weiterentwickelt, und zwar in die Richtung, die wir uns wünschen. Genau die Vorstellung, die du hast, weswegen du vielleicht heute hier bist, hat sich erfüllt. Die Gesellschaft hat herausgefunden, dass das Geben und das Miteinander total wichtig ist. Und es wird umgesetzt, es wird gelebt, überall. Kein Mensch steht mehr allein da. Niemand ist mehr einsam. Alle fühlen sich verbunden, wertgeschätzt und gesehen. Fühlt sich das gut an? Und aus dieser Zukunftsvision gehst du jetzt wieder zurück und erinnerst dich voller Dank und voller Zufriedenheit an den 20.09.2023, als dich die Schule gezwungen hat, hierher zu kommen. Ja? Und voller Dank und Zufriedenheit denkst du an diesen Tag zurück, als du eine Portion Motivation mitbekommen hast, als du Informationen mitbekommen hast, als du Ideen für Projekte mit anderen Menschen entwickelt hast. Du hast Menschen kennengelernt, mit denen du 20 Jahre später immer noch im Kontakt stehst. Menschen, die dich unterstützen, dabei loszugehen und der Gesellschaft etwas zu geben. Das war dieser Tag, 20.09.2023. Und das, was wir gerade als Vision fühlen und erleben, das ist das Potenzial dieses Tages. Und ich möchte, dass wir dieses Potenzial, soweit es geht, ausschöpfen. Seid ihr bereit? Mit ganz viel Energie? Ja? Geht ihr los? Seid offen für alles, was heute kommt. Dann wird ein toller Tag da draus. Habt ihr so richtig Energie? Also so richtig, schaut mal so. Kommt, ich will eure Hände hören. Habt ihr Energie mitgebracht? Und jetzt darf ich eine Frau auf die Bühne holen. Die stand vor 20 Jahren hier in Magdeburg und hat angefangen damit, mit der Landeskoordination Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, vor 20 Jahren. Das heißt, sie hatte damals auch eine Vision. Und ob sich diese Vision erfüllt hat, ob es zwischendurch Probleme gab oder alles gut lief und ob es eine Vision für die nächsten 20 Jahre gibt, darüber wird sie sprechen. Bitte begrüßt mit einem donnernden Applaus Cornelia Habisch! Einen wunderschönen guten Morgen. Hatte ich eine Vision? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht mehr. Ist 20 Jahre her, als der Bundesgeschäftsführer
von Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage aus Berlin bei mir angerufen hat, da vorne sitzt er, herzlich willkommen Eberhard Seidel, und gefragt hat, ob die Landeszentrale für politische Bildung dieses Projekt koordinieren will, und wir spontan Ja gesagt haben. Natürlich nicht nur ich alleine, sondern die Landeszentrale. Und damals gab es null Schulen ohne Rassismus und Schulen mit Courage in Sachsen-Anhalt. Und heute sind wir 171 Schulen im Land. Und Eberhard wird nachher etwas dazu sagen, wie das aussieht, so im Vergleich auch mit dem Bund. Aber eins weiß ich, für heute haben sich 114 Schulen angemeldet. Und es sind roundabout 600 Schülerinnen und Schüler da. Es sind über 140 Lehrerinnen und Lehrer und Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter da und viele Gäste. Und darüber freue ich mich sehr. Besonders freue ich mich, dass auch die Ministerin für Bildung heute da ist und euch gleich etwas zu euch sprechen wird. Herzlich willkommen, Frau Ministerin Feusner. Herzlich willkommen, Frau von Angern, Herr Krull, Abgeordnete des Landtages. Ich sehe nicht alle, Frau Gensicke. Ah, da! Danke. Herr Pott, ich freue mich sehr, dass auch der Landtag vertreten ist hier und eben auch der Vorsitzende unseres Kuratoriums, Herr Krull. Aber vor allem, liebe Schülerinnen und Schüler, auf euch kommt es ja besonders an in diesem Netzwerk. Das sage ich auch immer in den Titelverleihungen. Also einige von euch haben es schon gehört. Auf euch kommt es besonders an bei Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. 20 Jahre eintreten für die Würde des Menschen. 20 Jahre aktives Eintreten für ein Schulklima, in dem niemand herabgesetzt wird. Und das ist umso wichtiger, weil die Stimmung im Land durchaus in Teilen auch in eine ganz andere Richtung geht. Das zeigen uns die Umfragen. Wenn es um gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit geht, muss ich mich woanders hinstellen? Ja. Wenn es um Rassismus geht, und wir wissen alle, dass der Rassismus inzwischen auch in vielen Parlamenten Platz genommen hat. Und das ist eine Situation, in der es umso wichtiger ist, dass wir alle, dass junge Leute da, wo sie leben und lernen, dafür eintreten, dass das, was in unserer Verfassung garantiert wird, die Würde des Menschen, sich auch wirklich im Alltag realisiert und damit auch in die Gesellschaft reingehen. Und ich weiß, dass die Schulen ohne Rassismus und mit Courage das tun. Und ich bin dankbar dafür, dass ich das 20 Jahre lang bis heute begleiten konnte und auch noch ein Weilchen tue. Und dann gibt es Jüngere, die das fortsetzen. Aber eins weiß ich, heute wird ein wunderbarer Tag. Und heute könnt ihr ganz viel mitnehmen in eure Schulen, was bei euch auch umsetzbar ist. Und das wünsche ich euch. Herzlichen Dank. Wow, ihr habt schon gehört, es geht heute ganz viel um Werte, um ein Weltbild, um ein Menschenbild, und darüber wollen wir reden und uns austauschen. Und ihr habt gemerkt, hier stand eben eine Frau, wo der Beruf zur Berufung wurde. Nochmal Applaus für Cornelia Habisch. Und nun kommt eine Person auf die Bühne, die wahrscheinlich unter uns allen hier, denn wir vertreten ja heute Schulen. Ja, ich will nicht von Macht und Verantwortung sprechen. Obwohl, doch ein bisschen schon. Nein, ich möchte von Möglichkeiten sprechen. Jetzt kommt eine Person, die die Möglichkeit hat, Dinge zu verändern. Unsere Bildungsministerin des Landes Sachsen-Anhalt, Eva Feusner. Applaus für Frau Feusner. Ja, geehrter Herr Reichel, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich glaube, der ist auch anwesend. Sehr geehrte Frau Papisch, sehr geehrter Herr Hanusch, ja, sehr geehrte Landtagsabgeordnete, Frau Gensicke, Frau von Angern, Herr Krull, Herr Pott hat sich auch noch angemeldet, also fast alle Fraktionen hier vertreten. Vor allen Dingen, liebe Kolleginnen und Kollegen aus den Schulen, geschätzte Partner und Mitstreiter des Courage-Netzwerkes, aber vor allem, liebe Schülerinnen und Schüler, euch erstmal meinen herzlichen Glückwunsch heute zum Weltkindertag. Und das passt doch sehr, sehr gut, dass ihr heute euch hier in Magdeburg versammeln könnt und einen schönen Tag erleben werdet. Ja, vorangestellt möchte ich an dieser Stelle die Grüße eines großen und auch bekennenden Fans des Netzwerkes für Courage übermitteln.
Er ist damit ein Fan der vielen Schülerinnen und Schüler, der Lehrerinnen und Lehrer hier, die dieses Netzwerk mit Leben erfüllen und auch ins Land tragen. Und das tut er. Das ist nämlich unser Ministerpräsident und er wünscht allen einen sehr, sehr schönen und gelungenen Jubiläumstag. Ja, liebe Schülerinnen und Schüler, 20 Jahre, das ist eine lange Zeit und ein gutes Stück mehr, als die meisten von euch alt sind. Vor 20 Jahren sind die ersten Schulen unseres Bundeslandes Mitglied im Netzwerk Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage geworden. Und damit hat eigentlich die Erfolgsgeschichte begonnen. Dabei sah es lange gar nicht danach aus. Die Anfänge waren durchaus mühsam und es brauchte auch einen langen Atem, um das Schulnetzwerk hier im Land zu verankern. Daraus kann man vielleicht auch manches für die Arbeit vor Ort lernen und es ist ein schöner Vergleich zwischen Schule und Politik. Es geht nicht immer alles glatt und es ist mitunter auch manchmal sehr mühsam. Doch Geduld, Durchhaltevermögen und eine kontinuierliche Arbeit lohnen sich. Das zeigt auch die Entwicklung des Netzes der Courage-Schulen. Heute gehören sage und schreibe 170 Schulen aller Schulformen zu diesem Netzwerk. Von der Grundschule über die Sekundar- und Gemeinschaftsschulen sowie auch Gymnasien und auch die berufsbildenden Schulen. 170 Schulen mit ihren Schülerinnen und Schülern und den Lehrkräften und natürlich auch den Eltern. Schülerinnen und Schüler, die als Teil des Netzwerks gegen jegliche Formen von Diskriminierung aktiv vorgehen und auch die demokratische Kultur in Schule und im Alltag stärken wollen. Dabei ist es immer eine Teamleistung aller Beteiligten, eine Titelschule zu werden und dies natürlich auch zu bleiben. Inzwischen stehen wir mit dem Schulnetzwerk in Sachsen-Anhalt im Verhältnis zur Bevölkerungszahl sogar und sage und schreibe bundesweit an der Spitze. Das ist ein ganz toller Erfolg und hat einen großen Beifall verdient. Vielen Dank. Und vielleicht wäre das auch mal für die Medien eine gute Berichterstattung wert, dass wir hier auch große Erfolge erzielen können. Von Beginn an lag der Auf- und der stetige Ausbau des Netzwerkes sowie seine Koordinatoren in den Händen immer der Landeszentrale für politische Bildung und namentlich, ihr habt sie eben erlebt hier auf der Bühne, bei Frau Cornelia Habisch. Deshalb gilt Ihnen, liebe Frau Habisch, und Ihren Kolleginnen und Kollegen aus der Landeszentrale und in den Regionalkoordinationen meinen besonderen Dank für Ihre Arbeit, Ihren Einsatz und Ihr unermüdliches Engagement. Ganz herzlichen Dank. Auch der heutige Landestag steht natürlich ganz im Zeichen des 20-jährigen Jubiläums und deshalb unter dem Motto 20 Jahre couragiert für Sachsen-Anhalt. Es ist ein, ja wenn sogar der Höhepunkt in diesem Jubiläumsjahr. Das Programm für den heutigen Tag spiegelt dabei die ganze Vielfalt der Netzwerkarbeit wieder und reicht von Workshops zu unterschiedlichen Themen wie Mobbing, Erinnerungskultur, dem Krieg in der Ukraine, Fake News und Hass im Netz über zahlreiche Kreativangebote bis zu einem ganz tollen Bühnenprogramm, was euch noch erwartet. Und das Wichtigste ist, die Schulen und damit auch ihr, liebe Schülerinnen und Schüler und Sie, liebe Lehrerinnen und Lehrer, können miteinander und mit den Koordinatoren des Netzwerkes ins Gespräch kommen. Redet miteinander und fragt nach, tauschen Sie sich aus und vor allem vernetzen Sie sich. Denn ein Netzwerk lebt vom Miteinander. Und ich möchte noch mal betonen, dass in der Anfangszeit des Netzwerkes vor allem darum ging, die grassierende Fremdenfeindlichkeit und dem Rassismus etwas entgegenzusetzen. Und das ist leider heute immer noch notwendig, weil die menschenfeindlichen Ansichten nicht einfach aus der Welt verschwunden sind. Nein, heute gibt es sogar verstärkt Angriffe gegen Menschenrechte und Menschenwürde und sogar aus der Mitte der Gesellschaft heraus. Euer und unser gemeinsames Ziel ist es deshalb, Zivilcourage, Toleranz, Weltoffenheit, Gewaltfreiheit und Konfliktfähigkeit und das Miteinander
in der Schule zu stärken. Und dabei geht es eben nicht nur um den Abbau von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, sondern vor allem um eine kritische Auseinandersetzung mit allen Formen von Diskriminierung, Mobbing und Gewalt im Schulalltag. Ich freue mich sehr, dass so viele Hunderte, Frau Habisch hat es gesagt, 600 Schülerinnen und Schüler hier zu sehen sind, die sich zu den Werten unserer Gesellschaft und unserer Demokratie bekennen und aktiv auch daran arbeiten, Diskriminierung in jeglicher Form zu überwinden und für eine offene Auseinandersetzung und das gemeinsame Finden von Lösungswegen hier einstehen. Deshalb gilt mein großer Dank Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Ihre Schülerinnen und Schüler begleiten, den Schulen, die das alles leben und ohne dass das alles nicht möglich wäre. Und in diesem Sinne wünsche ich allen Beteiligten, insbesondere euch, lieben Schülerinnen und Schülern, heute einen schönen Tag. Erfolgreich soll er werden, anregend und erkenntnisreich. Und dafür wünsche ich euch viel Spaß. Vielen Dank. Ja, ihr merkt, es sind ganz viele wichtige Leute gekommen, denn es ist ja auch ein Jubiläum. Ja, 20 Jahre Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage in Sachsen-Anhalt. Und jetzt kommt noch mal was fürs Gefühl, fürs Herz. Ihr habt es vorhin vielleicht schon gespürt. Wir holen noch mal Elisa auf die Bühne. Applaus für Elisa. Und hört mal auf den Text. Sie hat ja gesagt, sie ist Singer-Songwriterin. Und ja, bringt ihre Gefühle und Gedanken zum Ausdruck. Und eine Zeile ist mir vorhin in der Technikprobe aufgefallen. Lasst uns tanzen. Also da habe ich mich sofort angesprochen gefühlt. Ich hoffe, ihr auch. Ansonsten lasst euch berühren von Elisa. Viel Spaß dabei. Vielen, vielen Dank für die schöne Anmoderation. Genau, ich bin Elisa, Singer-Songwriterin. Freue mich, dass ich heute hier sein kann. Und ich habe euch einfach ein paar Lieder, die sich durch mein Leben gezogen haben, mitgebracht. Der nächste Song, den ich spiele, handelt sich um ein Phänomen, das euch sicher allen bestens bekannt ist. Es handelt sich um WhatsApp. Wir müssen mal reden von wegen WhatsApp. Ja, was los? Hab keine Nachrichten gecheckt. Du warst gestern online bis 2 Uhr in der Nacht und du willst mir sagen, du hast es nicht mal geschafft, für 2 Minuten zurückzuschreiben. Es war wirklich wichtig, ich brauchte deinen Rat. Was denkst du, warum hätte ich dich sonst gefragt? Verdammt, jetzt sind die Haare zu kurz. Mein Papa ruft an, wir müssen mal reden von wegen WhatsApp. Ja, was los? Du hast kein WhatsApp. Es geht um meine Freundin, sie hat dir geschrieben. Sie sagt, ich soll fragen, wie seid ihr verblieben? Sie macht sich Sorgen, ob du sie noch magst. Papa, das ist doch jetzt vollkommen übertrieben. WhatsApp bestimmt doch nicht mein gesamtes Leben. Du kannst dir sagen, ich mag sie noch. Am nächsten Morgen wach ich auf, schaue auf das Handy rauf. Oh Schreck, WhatsApp ist weg. Das letzte Update ist gescheitert, das letzte Backup nicht passiert. Und ich schaue frustriert auf das Telefon. Immer größer wird der Frust. Nach und nach wird mir bewusst, die letzten 3 Monate, so als wären sie nie geschehen. All die süßen Chatverläufe, all die Memos, all die GIFs, all die Bilder von leckeren Pizzen, verdammt geht's mir beschissen. Eine Freundin ruft an, Nina, wir müssen echt reden. Hör auf zu heulen, WhatsApp bestimmt nicht dein Leben. Komm, wir gehen raus und
Leute, ja, gehen tanzen, alle heute, ja, komm, wir machen Nacht zum Tag. Komm, wir gehen raus und spüren das Leben und dann lass uns stundenlang pausenlos reden. Wir müssen reden, wir müssen reden. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, diese Message ist auch durchgekommen. Lass uns nie mehr aufhören zu reden. Lass uns immer miteinander ins Gespräch gehen und offen füreinander sein. Der nächste Song, glaube ich, passt auch ganz gut. Ich schreibe Songs über Dinge, die das Leben für mich ausmachen, Dinge, die mir passieren, wie zum Beispiel WhatsApp und täglich meinen Alltag begleiten. Aber umso älter ich wurde, umso mehr hatte ich das Gefühl, ich muss was rauslassen, was mich beschäftigt. Und als die Corona-Krise war, da habe ich über mich und meine Privilegien nachgedacht. Weil gerade in dieser Zeit hat sich gezeigt, wie unterschiedlich Menschen behandelt werden, wie unterschiedlich ihnen geholfen wird. Und mit dem nächsten Song Gnade der Geburt möchte ich zum Nachdenken anregen. Vielen Dank. Getroffen, bin noch nicht erfroren, noch nicht ersoffen, bin noch nicht verbrannt, kein Haus von mir stand in Flammen und ich bin immer freiwillig zu Fuß gegangen, hatte immer fließend Wasser, nie Hunger leiden und geht's mir nicht gut, dann kann ich zu Hause bleiben, doch jetzt schau, schau, schau dir mit dir die Welt an, doch jetzt schau, schau dir mit mir die Welt an. Doch jetzt schau, schau, schau dir mit mir die Welt an. Steht in Flammen, in Flammen. Und in diesem Feuer, in diesen Flammen sind sie gefangen. All die Feuer, die wir entfachten, all die Not, die wir nicht beachten, all die Ziele, die wir nicht schaffen. All die Menschen, die wir vergessen, die sich allein mit den Mächten messen und wir sind so versessen. Bloß nicht zu riskieren, um dann den Luxus zu verlieren. Ersoffen. Keine Bombe traf mein Haus und riss es nieder. Ich sitze nur da und schreibe Lieder. Sie erzählt von einem unbeschwerten Leben. Nicht alle wären bereit, davon was abzugeben. Doch jetzt schau, schau, schau dir mit mir die Welt an. Doch jetzt schau, schau, schau dir mit mir die Welt an. Schau, schau, schau dir mit mir die Welt an. Sie steht in Flammen, sie steht in Flammen. Ja, jetzt schau, schau, schau dir mit mir die Welt an. Sie steht in Flammen. Und alle haben nur hingeschaut, aber nichts unternommen. Vielen, vielen Dank und vielen Dank, dass ihr, dass sie den Unterschied machen und was unternehmen. Woo! Elisa, bleib mal noch da.
Elisa hat mir vorhin erzählt, sie hat mit Musikmachen schon in der Schulzeit angefangen. Und ich finde, das sind immer ganz wichtige Geschichten. Ich habe auch ganz viele Geschichten erlebt von anderen Leuten, die haben Kabarett gemacht während ihrer Schulzeit und sind heute Comedy-Mensch oder Moderator irgendwo. Ich war immer der Zappel-Philipp, der immer unruhig war in der Schule. Ich bin halt Tanzlehrer geworden. Ja? So nimmt man das mit, was man vielleicht an Interessen in der Schulzeit schon entdeckt. Und deswegen geht los und probiert euch aus. Und deswegen seid ihr ja auch heute hier, um in den Workshops was Neues zu erfahren und euch auszuprobieren. Und ich finde, das ist eine tolle Geschichte. Hat euch die Stimme von Elisa berührt? Aber ihr seid mir noch zu ruhig dabei. Ich bin ja Tänzer, ich will ein bisschen mehr Bewegung. Aber ihr müsst nicht aufstehen und tanzen, keine Angst. Aber eure Hände, die dürft ihr benutzen. Können wir noch mal so einen kleinen Teil? Schaut euch mal die Welt an, die Zeile, ja? Können wir das nochmal wiederholen und alle machen mit? Es war ein Rhythmus, den man schön klatschen kann. Ach so, ja? Okay. Ah ja, ihr müsst nochmal laut machen. Seid ihr bereit? Sind alle anderen bereit? Kommt, alle Hände! Und alle Hände nach oben, komm! Schau, 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 wir nehmen dir die Welt an. Ja, diese Energie brauchen wir heute. Jetzt schau, 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 wir nehmen dir die Welt an. Und jetzt schau, 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 wir nehmen dir die Welt an. Sie steht in Flammen, sie steht in Flammen. Ja, jetzt schau, 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 wir nehmen dir die Welt an. Sie steht in Flammen. Und ihr habt nicht nur hingeschaut, sondern auch was unternommen. Applaus für Elisa. Bitte lauf nicht so weit weg, denn ich weiß, du musst gleich nochmal auf die Bühne. Warum verrate ich noch nicht? Denn jetzt kommt ein Herr aus Berlin angereist, von der Bundeskoordination Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Und ihr habt vorhin seinen Namen schon gehört, denn er war derjenige, der Frau Habisch damals angerufen hat und gesagt hat, kannst du dir das vorstellen? Wir brauchen dich hier. Und jetzt stehen wir hier 20 Jahre später und feiern Jubiläum und er ist wieder da. Wir begrüßen Eberhard Seidel aus Berlin, Geschäftsführer der Bundeskoordination. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Es ist schön, euch zu sehen, so viele Leute. Das ist das erste Mal, dass ich 800 Menschen bei einem Treffen von Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage überhaupt sehe. Also das hat es in keinem anderen Bundesland bislang gegeben. Dafür einen wunderbaren Applaus. Dank. Da geht es schon los mit dem Lob. Kennt ihr alle diesen Satz, Eigenlob stinkt? Habt ihr den schon mal gehört? Ja, der wurde früher so in der Erziehung mitgegeben. Bitte löscht diesen Satz. Der Satz heißt jetzt anders, Eigenlob stimmt. Okay, ja, jetzt können wir uns den ganzen Tag selbst loben, aber es ist ja schon vor allem schöner. Das war ja auch kein Eigenlob, sondern ich komme ja aus Berlin angereist, um das zu sagen, der Landeskoordination in Sachsen-Anhalt. Und das wäre meine erste Frage an Sie. Wie sieht denn die Arbeit hier in Sachsen-Anhalt aus Sicht von Berlin aus? Was ist da gut gelaufen, was ist da nicht so gut gelaufen? Können Sie so Ihren Blick aus Berlin auf Sachsen-Anhalt, auf die Landeskoordination uns so ein bisschen deutlich machen? Ich bin bekannt, dass ich nicht immer die Frage beantworte, die mir gestellt wird. ich sage mal was anderes. Wir haben ja gesagt, wie toll Sachsen-Anhalt ist. Ich komme gleich darauf zurück. Aber ich muss auch was anderes sagen. Sachsen-Anhalt ist manchmal langsam. Und Sachsen-Anhalt war das letzte Bundesland, in dem eine Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, in das Netzwerk eingetreten ist. Deshalb habe ich also 2002 ganz verzweifelt nach Ansprechpartner hier im Land gesucht, die uns im Land unterstützen können, die das Netzwerk hier in diesem Bundesland repräsentieren. Und ich hatte damals nichts als eine Idee. Eine Idee, dass Kinder und Jugendliche in der Schule aktiv gegen Rassismus, Mobbing und Antisemitismus vorgehen. Aber ich hatte kein Geld, was ich hier auf den Tisch legen konnte und sagte, wollt ihr das machen? Und dann haben viele Leute gesagt, kein Geld, keine Zeit, keine Lust. Und irgendwann habe ich die Telefonnummer von Conny Habisch bekommen und habe von ihr gehört. Ich habe sie angerufen
sie hat den Hörer abgenommen, hat zugehört, hat gesagt, ja, dann komm nach Berlin, komm nach Magdeburg, lass uns drüber reden. Und es war dann eine Zuneigung auf den ersten Blick und es war der Beginn einer ganz großen Geschichte in Sachsen-Anhalt. Und seitdem ist zwar Sachsen-Anhalt verspätet, aber dann mit ganzer Macht gekommen. Und Conny hat mit Unterstützung der 14 Regionalkoordination und mit ganz, ganz viel Unterstützung von Lehrerinnen und Lehrern an den Schulen und dann natürlich also mit dem Engagement der Kinder und Jugendlichen im Land also ein beeindruckendes Netzwerk aufgebaut von Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, was wir jetzt heute versammelt hier sehen. Was wir heute feiern, genau. Applaus dafür nochmal. Und jetzt kommen wir schon dazu, ja. Sie haben gerade gesagt, es hängt natürlich von jedem Einzelnen ab, von den Lehrern, von den Projektbetreuern, von den Referenten, die heute ganz viel hier sind, von den Schülern. Denn wenn dieses Zeichen bei euch an der Schule hängt, heißt das noch lange nicht, dass da alles so läuft, wie wir uns das wünschen. Das ist keine Auszeichnung, sondern das ist ein Plan, ein Vorhaben, eine Vision, an der wir alle arbeiten dürfen. Und jetzt gibt es leider... Letztes Jahr habe ich hier so ein kleines Video von meiner Tanzperformance ins Internet gesetzt und es gab einen Durchbruch an, es ging viral, sagt man ja immer, 100.000 Aufrufe und dann ging darunter so eine Hasskampagne los. Das heißt, es wird oft kritisiert, dass dieses Vorhaben, dieses Netzwerk nicht ganz neutral sei. Was können Sie uns dazu sagen? Also Neutralität, also wir sind natürlich parteipolitisch neutral bei Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Aber wir sind nicht werteneutral, wir sind nicht neutral gegenüber Haltungen. Wenn also Ideologien der Ungleichwertigkeit, wenn Hass und sowas propagiert wird, dann stehen wir nicht neutral beiseite, sondern mischen uns ein und stellen dem was entgegen, und zwar für Gleichwertigkeit. Also deshalb gibt es auch einen Hashtag bei Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, Hashtag wir sind nicht neutral. Genau, wir sind nicht neutral, denn... Courage ist ja der zweite Teil dieses Titels und das hat was mit Werten zu tun und einem Weltbild. Und genau, es gibt diesen Hashtag und es gibt auch extra für das Jubiläum 20 Jahre Courage Sachsen-Anhalt ein Instagram-Profil, das heißt Courage-Sachsen-Anhalt. Schaut es euch an, da werden wahrscheinlich schon Videos und Fotos von heute dabei sein. Folgt der Sache, unterstützt die Sache. Ja, und jetzt kommen wir noch dazu, denn wir haben ja gesagt, es hängt von euch ab und es gibt immer in den Regionen einzelne regionale Koordinatoren. Und da rufen wir jetzt nochmal jemanden auf die Bühne, den ihr schon kennt, die ihr schon kennt. Und zwar die Elisa Hoth ist Regionalkoordinatorin für den Salzlandkreis. Macht mal Applaus, denn damit ist Sachsen-Anhalt auch flächendeckend abgedeckt mit Koordinatoren. Und das ist, glaube ich, so auch nicht überall. Also Applaus für Elisa. Ja, Elisa ist ja bei Arbeiten und Leben in Sachsen-Anhalt, arbeitet sie auch. Und Arbeit und Leben in Sachsen-Anhalt wird zukünftig die Regionalkoordination im Salzlandkreis sein. Das heißt also, die Schülerinnen und Schüler, die Schulen, die in diesem Landkreis sind, haben künftig eine Ansprechpartnerin. Herzlichen Glückwunsch. Das ist die Urkunde der Ernennung. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank auch Herr Seidel, dass Sie zu uns gekommen sind. Vielen, vielen Dank für das Vertrauen in Sachsen-Anhalt, in die Landeskoordination und die Unterstützung. Schön, dass Sie immer wieder da sind. Sie sind ja nicht zum ersten Mal dabei. Und ja, vielen, vielen Dank. Gibt es noch ein letztes Wort, was Sie gern den Schülern, vor allem den Schülern mitgeben wollen? Ja, was ich den Schülerinnen und Schülern nur mitgeben kann, ist, nutzt den Tag heute, redet viel miteinander, habt also wirklich auch Spaß bei all euren Aktivitäten im Rahmen von Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Und also ich habe ganz großes Vertrauen in euch, dass ihr mit dazu beitragen wird, dass dieses Land Sachsen-Anhalt, diese Stadt, in der ihr lebt, also diese Welt eine bessere sein wird, wie wir sie bislang hinterlassen haben. Vielen Dank an euch. Vielen, vielen Dank. Und jetzt dauert es nicht mehr lang, bis ihr in die Workshop geht. Ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut. Schaut schon jemand? Ist schon knapp mit der Zeit? Jetzt kommt noch jemand von der... Nein, keine Zeit mehr?
Doch, wir haben noch Zeit. Denn jetzt kommt auch jemand von der Landeskoordination auf die Bühne. Der wird euch noch ein paar Informationen geben. Der wird noch ein bisschen was zu dem Organisatorischen, zu dem Tag sagen. Und jetzt möchte ich nochmal, dass ihr nochmal mit einem energievollen Applaus die nächste Person begrüßt. Das ist Martin Hanusch von der Landeskoordination. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Schön, dass ihr, dass Sie alle da sind. Es ist ein grandioses Bild von hier oben von der Bühne, in die Ränge zu gucken. Sehr schön. Jetzt ist die Frage, wie geht es weiter an diesem Landestag 20 Jahre Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage? Denn nicht nur die Teilnehmerzahlen sind rekordverdächtig, sondern auch die Zahl der Workshops ist ein Rekord. Wir haben 26 Schülerinnen und Schüler-Workshops und ein Angebot für die Pädagogen, für die Schulsozialarbeiterinnen und für Gäste. So viel hatten wir noch nie, also auch das ein Rekord. Im Jubiläumsjahr haben wir einen bunten Strauß zusammengebunden mit verschiedenen thematischen Angeboten, weil wir die ganze Vielfalt unseres Netzwerkes präsentieren wollen. Und jetzt bleibt mir nur noch eins, euch und Ihnen aufschlussreiche Workshops zu wünschen, neue Erkenntnisse und gute Gespräche. Viel Spaß und immer daran denken, bleibt schön couragiert. Vielen Dank.